zum Boden schlagen. Bröckelt. Dadurch haben wir Karma bekommen, aber wir haben uns auch ein bisschen mehr so... Unsere Einstellung hat sich auch mehr zu Gewalt jetzt bewegt. Dadurch, dass wir jetzt diese Aktion durchgeführt haben. Diese Statue müssen wir... zerstören. Gibt es eigentlich... Dadurch, ich habe ja eine Statue hier mal so... einfach so zufällig anvisiert und zerstört. Gibt es denn so eine, die wir noch anklicken können, auch da hinten noch? Wäre natürlich sehr interessant, weil wir die dann verpasst hätten. Hier war das, ne? Nein, aber hier ist keine. Ach, aber hier sind noch Gegner. Die nehmen wir mit. Oh, wie kommen wir denn da hin? Ach, da kommen wir aber gar nicht hin, weil da müssen wir irgendwie da hinten. Gut, dann lassen wir die erstmal aus. Da kommen wir gar nicht hin. Oder zumindest noch nicht. Ach so, jetzt kommen wir dahin. Was machen wir, Boss? Vorbeilassen oder ausschalten? Ja, zu spät. Ausschalten. Das ist... Achso, nur normale Ascalon-Kämpfe. So, dann machen wir mal zack. Wir helfen noch ein bisschen mit. Wir waren noch da. Ja, ein bisschen Schaden genommen, aber die regenerieren sich ja auch. Also ist ja nicht so, als würden sie das nicht auch tun. Wow, Alter, nicht rollen. Oder zumindest rollen ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn das halt mitten in so eine Gegnermenge ist. Dann stehe ich da nicht so drauf. Höh! What the? Da ist gerade ein Veteran. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ja, ich habe leider keine Chance, mich wieder zu beleben. Moment, oder? Geht das doch? Nein! Und da ist die Fähigkeit abgebrochen worden. Das war echt gemein. Der hat mich ja gewonnen-hittet. Hier, ja, komm, 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 komm. Okay, ich wurde besiegt. Aber das war jetzt halt auch doof. Doof deswegen... weil... ich nicht wusste, dass da so ein Gegner spawnt, der halt so einen mega Schaden macht. Also hätte ich halt alles auch so geschafft. Ich hoffe mal, dass die... dass ich die jetzt... spawnen die jetzt hier wieder, oder? Nö. Und dann muss ich die wiederbeleben. Ich hoffe mal, dass der Typ da... ach, der wird wahrscheinlich da sein. Oh. Ja, natürlich steht er da und ich kann die nicht wieder... ah, das ist... eine sehr ungünstige Position, wo die da oder wo wir da gestorben sind. Das ist gar nicht so schön. Ich glaube, alleine kann ich den nicht besiegen. Und... lol. Fordere Unterstützung. Wieso werde ich automatisch geblitzt? Wie soll ich das denn schaffen, wenn ich dann automatisch geblitzt werde, wenn ich da angreife? Das Volk von Ascalon läuft nicht mehr davon. Doch, 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 ich kann das alleine schaffen. Ich kann das alleine. Okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass, dass es nicht so ist, aber doch, das schaffe ich. Auch wenn ich jetzt zu Boden gehen würde, der hat so wenig Lebenspunkte, ich würde den erst so besiegen. Und dadurch... das ist leider nicht passiert. So. Dadurch habe ich es doch noch geschafft. Ja, ich bin der Retter. Der Retter der Welt. So. Und auch der Retter dieser Leute.
Die jetzt wieder leben. Alles super, alles schön. Wir können weitermachen. Nein! Achso, die steht im Weg. Jetzt greift wieder gerade einen ganz anderen Gegner. Na gut. Ja, mach das mal. Mach die mal hier fertig. Wollte ich ja nicht, gar nicht. Aber gut, ja, gleich den nächsten. Versperrt. Das ist aber nicht schön. Da ist schon wieder so ein... Geht ja gleich weiter. Das ist, fängt gleich an. Mit so einem Vorgeschmack hier, mit so einem blöden... Also ich muss sagen, Guild Wars 2 ist so ein bisschen das Fail-Let's Play schlechthin, ne? Also, es ruckelt das hier gerade, es pendelt sich alles ein. Gerade ist, hat sich gerade wieder, also das Spiel hat sich wieder minimiert, diesmal aber nicht wegen irgendwer, der mich angeschrieben hat oder sowas, sondern es ist gerade, mein Druckertreiber hat sich gerade gemeldet und hat gesagt, ja, hier ist was Neues und kannst du mal installieren? Und dann ploppt einfach so eine Message auf, so, ja, hier, installiere jetzt dieses Programm, weil das noch Verbesserung bringt. Schön. Sehr doofe Situation. Ich habe das Programm jetzt offen gelassen, also ich werde mir das später ansehen, aber ich habe es offen gelassen, damit halt diese Message nicht nochmal aufploppt jetzt. Hoffe mal, dass das jetzt erstmal die letzte wirkliche Unterbrechung ist, neben jetzt den ganzen, die ich sowieso machen muss, weil wenn ich den Gebiete wechsle. So, das sieht aber nicht so aus, als wäre der Blitz, aber trotzdem habe ich da ein bisschen Schiss vor. Oh, jetzt habe ich nur die Hände in der Mitte versperrt. Ja, wenn das versperrt ist, dann sollst du vielleicht auch aufhören. Oh, das ist ja immer den, der in der Mitte abtappen muss. Ich hab den in der Mitte an. Scheinbar nicht. Sag mal, wieso macht das nur so wenig Lebens? Die Gedöns, Abzug. Gibt's da? Gegner, gepult. Hallo? Angreifen. So, kann ich jetzt die Statue vielleicht ein bisschen... Diese zum Henker macht das nur so wenig Schaden. Aber ich glaube, die Statue ist irgendwie verbuggt oder so, keine Ahnung. Also die kann man hier nicht, kann man nicht zerstören, weil ist halt unbesiegbar. Solange die Gegner noch besiegbar sind, ist alles super. Kann ich jetzt die Statue angreifen und besiegen? Nee, also irgendwas ist mit der Statue los, das ist... Oder Felsbrocken, ich muss einen Felsbrocken gegen die schmeißen, vielleicht... Ja, vielleicht ist das ja der Grund. Und die anderen waren verbuggt, weil ich die so... Das wäre ja vielleicht... Lässt ein Meteor von den Gegner fallen, Felsbrocken werfen. Nee, außer dass es 11 Schaden macht, der Lebensbalken, der minimal ist gar nicht, ne? Ich will den Gegner nehmen. Den Gegner von wegen. Das ist eine Statue, so ein läppisches Ding, die unzerstörbar ist. Wir nähern uns aber gerade
unserem Ziel. Geschwind nähern wir uns dem Ziel. Keiner ist in der Nähe. Ich kann ihn riechen. Doch, da ist einer in der Nähe. Wir müssen jetzt den Kriegsmeister, den müssen wir besiegen. Das ist er aber nicht. Das ist immer noch dieser eine Gegner, der sich irgendwie wegschleichen wollte. Achso, Kayla ist in der Nähe. Ich habe verstanden, keiner ist in der Nähe. Okay. Sorry, warum ist das hier so neblig? Können wir die Statue zerstören? Die ist zerstörbar. Aus irgendeinem Grund ist genau diese Statue zerstörbar. Ich würde jetzt in dieser Situation speichern, aber da das halt in Online-Games nicht möglich ist, ist es sowieso egal. Werden wir das nicht? Ich bin da so anderer Meinung. Boah, hier im Tunnel ist es mega. Es ist richtig mies, weil eigentlich kann man das nicht ausweichen. Hier so was. Echt, Mann. Komm. Hörst du auf anzugreifen? Das ist nicht so schön. Glaube ich nicht. Hui. Gut, so hart war der Kampf jetzt nicht, aber... Aber macht nichts. Ist noch hier irgendwas Schönes zum Wegsnacken? Nein, ist es nicht. Gibt's nicht. Dann hier. Sprechen. Vielleicht sollte ich mir den Namen Riva ruchlos zulegen. Nee, klingt beknackt. Warum denn nicht? Ich meine. Die Char heißen ja alle ein bisschen komisch. So, mit ihm möchte ich sprechen. Vielleicht finden meine Brüder und Schwestern jetzt Frieden in den Nebeln. Ihr habt Kayla zum Schweigen gebracht. Das wird ihnen eine Genugtuung sein. Vielleicht hat dieses alte Gerippe noch etwas Kampfgeist übrig. Habt ihr noch einen Platz in eurer Einheit? Habe ich. Willkommen im Trupp. Ah, ist das schön. So, Aufgabe abgeschlossen. Die Endstation. Wählt eure Belohnung. Wir haben einmal Belohnung, bringt das schon mal gar nichts. Sie haben aber... ich weiß nicht. Also, gar nichts bringt uns irgendetwas, ne? Also, egal was, es bringt uns alles nichts, weil Verteidigung geht dadurch nicht höher und gut, wir haben hier plus 8 Vitalität, aber es bringt uns plus 8 Vitalität, wenn wir minus 2 Verteidigung haben. Da bringt es die Vitalität jetzt auch nichts. Alles bringt gleich viel, also das werden wir uns definitiv nicht anlegen, sondern verkaufen. Wir bekommen noch Essenz des Glücks und 3 Beuteltaschen, die wir dann öffnen können und gucken, was drin ist. Fertig damit. Und das machen wir doch auch gleich mal, ne? Wir öffnen unser Inventar und schauen uns mal an, was wir hier so zum Ding jetzt drin haben hier. Oh, da haben wir gleich eine bessere Waffe drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier einen Bogen. Das ist nichts für uns. Die Waffe ist nicht besser. Okay. Das ist gar nicht unser Dingens. Und... Was ist das? Aha. Ist auch nicht für uns. Gut, dann gehen wir mal schon mal in hier Dingens, in da Dingens. Gegenstand verkaufen. Die Feuerwerksdinger wollten wir ja selber. Was ist das? Doppelklickt auf den Gegenstand, um eine Aufwertungslösung. Das wollen wir auch behalten, denke ich. Sofort verkaufen. Das machen wir auch. Sofort verkaufen. Das bringt uns auch nichts.